zusammen und willkommen. Es geht wieder weiter. Die nächsten drei Schiffe. Und zwar haben wir hier den T-Bomber. Ha, herrliches Teil. Und ich war der Meinung, irgendeinen T-Bomber hatten wir doch schon, oder? aber das war, glaube ich, Darth Vaders Schiffsche, gell? Hier den T-Bomber. Wo haben wir den denn? Da haben wir den. Auch hier, Riesenteil. Wupp, machen wir mal ein Schnittchen rein. So. Hier ist wieder perfekte Beispiel. Die kleinsten Schiffe sind die größten hier. So. Oh, da haben wir das schöne Teil. Wupp, wupp. Erstmal der Ständer hier. Der T-Bomber. Wow. Ja, ich hätte mal hier ein bisschen Platz machen sollen. So. Schmeißen wir weg. So, hier haben wir das schöne Teil. Momentchen, ich muss mal was gucken. Ja, doch. Da haben wir ihn. Da haben wir das schöne Teil. Ich habe eben nur gedacht, hier, was ist das da für ein Teil, gell? So. Ich weiß gar nicht, wo hier so die Bombe rausfalle. Ob das da ist. Ich weiß das jetzt gar nicht genau, gell? Aber hier der schöne T-Bomber. Sehr schön. Sehr geil. Sehr geil. Erste Szene, die mir einfällt, ist, wenn sich der Millennium Falke da in diesem Asteroid versteckt, ja, mit diesem Fieder drin und wo die dann suchen, unter die Asteroiden zu bomben, fällt mir sofort ein. Sehr schönes Teil. Ja, muss ich sagen, doch. So, dann gucken wir uns das Heftchen mal zusammen an, gell? Ja, hier haben wir es auch noch immer, gell? Aber das zeige ich euch ja gleich. Was ist denn das? Ja, wenn man jetzt hier mal so ein bisschen rumblättert, seht ihr auch gleich nochmal, kann ich mich nicht dran erinnern. Also, wir sehen uns das an, und dann seht ihr mich wieder, ihr Arm. Also, bis gleich. Die Nummer 38, der T-Bomber. Ah. Auch hier ein schönes Teil. T-S-A-Bomber. From boarding ship to bomber. Okay. Hier die technischen Daten. Und hier ein paar Infos über die Sturmtruppler. Da haben wir noch ein paar. Und hier K79S80, der imperiale Truppentransporter, den ich irgendwie ganz komisch finde. Ich weiß auch nicht. Der gefällt mir nicht so ganz. Ja, das war's dann schon. Das Modell hat eine Länge von 10,5 cm, eine Höhe von 11 cm und ein Gewicht von 222 Gramm. Der T-Bomber war in der Lage, verheerende Angriffe mit großer Genauigkeit durchzuführen, sei es gegen Oberflächen.
Aufgrund seiner Größe und der großen Menge an Kampfmitteln, die er transportieren konnte, befand sich der T-Bomber oft an der Frontlinie der kaiserlichen Flotte. Mit großer Treffsicherheit und Tarnung konnte er einen verheerenden Angriff ausführen. Und nun kommen wir zu den technischen Daten. Der Hersteller ist Sienna Fleet Systems und das Modell ist das TSA Bomber mit einer Länge von 7,8 Meter, einer Breite von 9,3 Meter und einer Höhe von 5,1 Meter. Als Bewaffnung hat er zwei SFS LS-1 Laserkanonen, zwei SFS MS-3 Erschütterungsraketen und Sprengkopfwerfer. Dann hat er Armatec SJ-62-68 Orbitalminen und Armatec VL-61-79 Protonenbomben. Und die Maximalgeschwindigkeit ist 850 Stundenkilometer. So, hier haben wir die Solarenergiekollektoren. Dann die Zugangsluke zum Cockpit. Dann hier haben wir das Sensor Array und hier verstärkte Flügelpylonen. Dann haben wir hier das Hauptaussichtsfenster. Dann hier nebendran ist eine Kampfmittelkapsel. Dann haben wir hier das Bombardier-Aussichtsfenster. Und hier zwischendrin die Bombenabwurfrutsche. So, hier haben wir nochmal den T-Bomber. Woo, gell? Schönes Teil, schönes, schweres Teil, schönes Teil. Mir gefällt er richtig gut und ich muss mir wirklich mal angucken, wie viel T-Fighter wir schon da unten haben, in wie viel verschiedenen Variationen. Das werdet ihr auch bald sehen, wenn es hier alles mal vorbei ist mit denen und ich da mal eine schöne Overview, das letzte Video dann drehe zu allen Schiffen, wenn ich euch das alles nochmal zeige. Da werdet ihr mal sehen, wie viele T-Fighter wir haben. Das sind schon ein paar. Aber der richtig schön. Ja. Upp, hier hin. Dann schreibt mir mal in die Kommentare, wie gefällt euch der T-Bomber, wie gefällt euch die Figur, das Modell, wie gefällt er euch in den Filmen. Alles unten mal in die Kommentare und dann war es das auch schon wieder. Danke, dass ihr dabei wart. Zwei Schiffchen haben wir noch und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut, euer Timo. Turbo Kid.